Jo, willkommen zu meinem neuen Projekt, Dirt 3. Ich fange auch direkt mal an, Dirt Tour. Weil wir müssen auch noch, glaube ich, ein paar Sachen erstellen. Du hast jetzt einen Vertrag über 4 Saisons. So, wir haben einen Vertrag Hier über steht, vier was auf dich Saisons. erwartet. Wenn du die Saison auswählst, siehst du die momentan verfügbaren Rennen. Also, das ganze Spiel ist von Codemasters, sprich, das ist ein Spiel, das erinnert einen auch, ja, würde ich mal sagen, total an Race Driver Grid. So. Zum Auftakt der ersten Saison habe ich dich für die Alpine Stars Trophy angemeldet. Alpine Stars Dort kannst du auf Trophy. dich aufmerksam Fangen wir machen. an. Da müssen wir mal auf uns aufmerksam machen. Dann versuchen wir Genau. das mal. Und das ist Jack, dein Chefmechaniker. Hey, freut mich. Sag Jack, mir der einfach, bei welchem Event Chefmechaniker. du antreten willst und ich kümmere mich um den Rest. Clubman Die Rallye Shield müssen ist wir gestaltet zuerst fahren. technisch anspruchsvoll und schnell. Die Fahrer starten zeitversetzt in kurzen Abständen. Du hast also immer Tuchfühlung zur Konkurrenz und kannst sie beobachten. Also, wir starten zeitversetzt. Führen in Ja, Etappen durch komm, ich will das verschiedene jetzt nicht alles Elemente hören, und ich will dann zusammen die fahren. höchste Anforderung stellen. Vorausschauendes Fahren ist der Schlüssel zum Erfolg. Alle Etappenzeiten werden addiert, also zählt buchstäblich jede Sekunde. Sieger ist, wer die niedrigste Gesamtzeit hat. Ja, das ist logisch. So. Zwei Strecken müssen wir fahren. Cool. Aufgrund deiner Fahrerbilanz Okay, ist ich nehme das abzusehen, Auto, dass was du ich selbst auch im wirklichen Leben fahre. Aber die Auswahl wird größer werden, wenn dein Ansehen steigt. Wenn du ein Ja, möglichst hohes komm. Ansehen erreichen willst, hör einfach auf mich. Also dann könnt ihr Ich schon mache dich mal im sehen, was ich für ein Handelsleben zu Auto in einer echt fahre. Position. Und es ist nicht der Bitte Peugeot, weil sieh ich kann zu, gerade nicht dass der rübergehen. Fahrer jetzt sein Team wählt. So. Nur mein Auto hat nicht unbedingt 280 Super, los PS. geht's. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Vielleicht hat der noch irgendwo so einen Power-Boost-Knopf, den ich noch nicht entdeckt habe. So, da der Ladebildschirm. Und meine hat auch nicht so geile Werbung drauf. Oder was heißt geil? Und meine hat definitiv schönere Felgen. Obwohl es OZ ist. Ja, das ist was, was mich auch schon bei Grid gestört hat. Die Ladezeiten sind ewig. Zum Beispiel bei anderen Spielen, da geht das ruckzuck und bei Grid. Und bei Dirt dauert das ewig. Da hast du schon ein Video Willkommen in in anderen Spielen fertig. Finnland. Willkommen in Finnland. Da sehen wir das Auto. Okay, ein Spoiler hat meiner auch nicht. Das ist der Servicebereich. Hier So, findest das du ist der Infos zum nächsten Servicebereich. Rennen, kannst den Schwierigkeitsgrad und die Fahrhilfen anpassen und dein Auto abstimmen. Ich habe dir erstmal ein ausgewogenes Setup hingeschraubt, aber du kannst es gerne deinem Fahrstil entsprechend anpassen. Ja, können Wenn wir du noch anpassen. Fahren Eins muss ich möchtest, schon kannst anpassen, weil wenn Payload auf das die alles gewünschte genauso ist wie Position bei stellen. Grid, muss ich erstmal die Fahrhilfen ausmachen. Erweiterte Einstellungen, Schaden, ABS ein, dynamische Ideallinie, nein. Stabilitätskontrolle, ja. Kurvenbremsen, alles, nein. So, was haben wir denn noch? Naja, das war's schon. So, Rennen. Go. Okay, das Setup steht. Komm einfach Ich habe wieder, jetzt mal wenn an du den dich wohlfühlst. Fahrzeugeinstellungen nichts geändert, weil ich Jetzt erstmal gucken rennen. muss, ob ich so damit klarkomme. Und da sehen wir das Auto. Wir können jetzt, glaube ich, auch gleich direkt anfangen. Erstmal muss ich die Kamera ändern, weil ich so Strecken lieber mit der Ansicht fahre. Müssen wir so erstmal gucken, ob ich überhaupt mit diesem Spiel klarkomme, weil ich spiele das komplett blind. Ich weiß nicht, wie lang das Let's Play geht. Ich habe keine Ahnung, wie viele Rennen man immer fahren muss. Ich weiß nur, Grid war ein sehr zeitaufwendiges Let's Play, weil Grid hat ja sehr viele Rennen. Ah! Scheiße, ich bin von der Strecke abgekommen. Aber die dürfen noch nicht zu viel erwarten, weil das ist natürlich hier erst das erste Rennen von uns. Ich weiß noch nicht, ob das hier bei Dirt so ist, dass man sich später ein eigenes Team machen kann. Beziehungsweise machen muss, wie es bei Grid zum Beispiel war. Aber dahin werden wir ja noch kommen. Wow! Und zack, auf einmal lenkt die Karre irgendwo ganz anders hin, als ich das haben will. So, über die Brücke. Also, ich sag mal so, mit den Ansagen, die man hier zum Teil bekommt, mit Mitte rechts, 80, 12, 13 rechts und sowas, da kann ich nicht wirklich was anfangen. Also, ich
bin nicht so wirklich der Typ, der Rallye guckt. Ich weiß zwar, wer Sebastian Loeb und so ist, aber bringt mich dann eigentlich auch nicht weiter. Da ist das Ziel. Ja, doch relativ fehlerfrei durchgekommen. Dritter Platz. Geht ja noch, würde ich mal sagen. Super Rennen. Du solltest die Highlights für deine Fans auf YouTube hochladen. Ich will nichts auf YouTube hochladen. Ich mache ja hier ein Let's Play, da will ich ja nicht das Replay hochladen. So, jetzt wieder der Ladebildschirm. Alpine Stars Trophy. Daneben wieder das Auto. Way, soll schneller laden. Der Kameramann ist besoffen. Way. Erstmal schunkeln wir zusammen. Boah, soll mal schneller laden. Das sind so Sachen, die mich bei so Spielen immer abfucken, aber tierisch. Sonst, wo hat der den Spiegel? Da hat mein Auto das nicht. So komisch an der Scheibe. So, weiter geht's. Oh, da steht das Auto wieder. Also ein bisschen jetzt, wie es für mich aussieht, könnte es sein, dass wir die Strecke jetzt rückwärts fahren müssen. Ich ändere auch jetzt wieder nichts an den Fahrzeugeinstellungen. Da bin ich jetzt eigentlich gut mit klargekommen. So. Und ab die Post. Ja, super. Ich fahre natürlich wieder direkt erstmal voll in den Busch rein. Da, 60 Mitte links in scharf links rein. Ja, mit solchen Ansagen kann ich gar nichts anfangen. Ich hoffe, hier kommen auch mal Strecken oder so, wo man nur auf Asphalt fährt. Ach, scheiße. Also Leute, bis jetzt klappt es noch alles relativ in Ordnung, außer dass ich manchmal ein bisschen von der Strecke abkomme, wie hier. Aber ihr werdet auch noch sehen, dass ich das ein oder andere Mal wahrscheinlich einen kompletten Totalschaden verursache. Aber das ist das, was ich gut finde bei den Spielen von Codemasters, was auch bei Grid schon dabei war, sind die Rückblenden. Kriegt man zwar weniger Erfahrungspunkte und jetzt werde ich so eine Rückblende auch schon direkt mal anwenden. Weil, das war jetzt scheiße. Jetzt gehe ich direkt mal ein bisschen auf die Bremse. Und drehe mich trotzdem genauso. Super, ich war bis eben noch Dritter. Jetzt hänge ich bestimmt wieder voll zurück. Aber wie gesagt, das ist das erste Rennen. Die haben auch noch nicht so große Erwartungen an uns. Wohin? Alter, da muss ich noch eine Rückblende nehmen. Weil, kann ja mal gar nicht sein, wo ich da gefahren bin. Mitten durch die Walachei. So, versuchen wir ab hier nochmal neu zu machen. So. Yeah, Asphalt. Und schon ist das Auto komplett anders zu steuern. Da ist das Ziel. Hey, wie ist es da? Vierter. Oh, eben Dritter, jetzt Vierter. Also wenn sie es zusammenrechnen, sind wir Siebter. Vierter. Insgesamt Dritter. Da, Podiumsplatz. Direkt beim ersten Event. Das ist doch schon mal richtig geil. Würde ich mal sagen. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt das erste Event auch, ich sag mal, erfolgreich abgeschliffen. Ach, abgeschliffen. Abgeschlossen. Dafür, dass das erste Rennen war und ich das Spiel, wie gesagt, blind spiele, finde ich, war das schon mal ein relativ gutes Ergebnis. Darum würde ich einfach sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Da sehen wir noch kurz die Rufverteilung, die man sammeln muss, damit man später auch bei anderen Rennen und bei besseren Teams fahren kann. Also, ich verabschiede mich und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao!